meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und diesmal wieder in gewohnter Umgebung. Ich war ja in den letzten, zwei Monaten sehr viel auf Durchreise. Nun bin ich aber jetzt endlich wieder zu Hause für ein paar Tage und drehe endlich mal wieder ein Probleme-Video für euch, weil ich weiß, dass ihr die so gerne mögt. Dachte ich mal, dass ich euch mal wieder bei Facebook frage, was ihr gerne sehen wollt. Und es kam sehr oft Probleme im Sommer. Deshalb dreht sich das ganze Video heute um. Probleme im Sommer. Jetzt kommen wieder die Schlaumeier um die Ecke und sagen, wir haben ja gar keinen Sommer, es ist noch Frühling. Ja, wir wissen es, aber in ein, zwei Monaten ist es soweit und es kann ja nicht schaden, wenn ihr schon mal die Probleme dafür kennt, ne? Kurze Shorts im Sommer tragen und dann auf jeder Sitzfläche kleben bleiben. Selina, kannst du mir mal helfen? Bitte, ich immer klebe an im Sommer fest, das geht gar nicht, ey. Geht nicht. Ich klebe immer noch fest, es wird hier immer schlimmer hier. Hilfe! Wenn ihr das, ihr setzt euch auf irgendwas und ihr klebt einfach fest. Ich weiß, weil ihr eine kurze Hose habt. Mann. Okay, und jetzt nochmal ernsthaft. Ihr kennt das ja wahrscheinlich in der Schule. Es ist meistens so, dass man auf diesen komischen Holzstühlen sitzt und die Beine fangen an zu schwitzen und ihr klebt einfach auf diesem ekligen Stuhl und denkt euch da so. Bah! Wer kennt es nicht? Ihr hängt auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule und alle, auch wirklich alle, sind im Freibad, im Garten, sind Eis essen, spazieren, im Park oder sonst was. Und ihr gammelt da, ohne Klimaanlage, in eurem kleinen Räumchen mit allen anderen, wo es sowieso mega stinkt und müsst bis zum Ende warten. Und wenn ihr wieder rauskommt, natürlich, dann ist es kalt, es regnet oder die Sonne ist schon untergegangen. Klar, kennt man. Mit eurem Essen vor Bienen, Wespen oder sonstigen Flattervieh weglaufen. Leute, ich weiß, wir alle lieben den Sommer, es ist wirklich schön, warm und so, aber ehrlich, kennt ihr das? Ihr liegt im Bett, es ist so unfassbar heiß in eurem Zimmer, auch wenn ihr die Fenster aufmacht, es kommt ja trotzdem warme Luft rein, ihr habt keine Klimaanlage und ihr schwitzt euch so einen ab und könnt einfach nicht schlafen. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Heute sagt ihr euch, yay, heute mal eine kurze Hose an. Aber beim Sitzen denkt ihr euch so. Dass man wirklich ständig darauf achten muss, dass die Beine rasiert sind. Weil wenn man die einen Tag nicht rasiert hat, dann sind wieder solche lange Haare dran. Okay Mädels, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer kennt es nicht? Ihr habt eine Strumpfhose an. Oder eine Leggings an. Und es ist warm. Und der Arsch juckt wie Sau. Lange, dicke Haare oder einfach nur offene Haare im Sommer sind der Tod jedes Mädchens. Puste mal an. Scheißegal, welches geile Make-up du hast, scheißegal, welchen geilen Concealer du hast, du bist immer knallrot und schwitzig in der Fresse im Sommer. Immer, immer, immer. Scheißegal, was du machst. Wenn die Sonne so hart blendet oder es einfach so mega hell ist draußen, dass ihr einfach nichts auf eurem Display sehen könnt. Im Freibad ist und sich wirklich nichts dabei denkt, einfach schön taucht, rauskommt und auf einmal bemerkt, Scheiße, ich habe mich nicht abgeschminkt. Durchatmen. Mückenstiche. Schwitzen, gerade wenn man Grauen hat, das tut sich richtig gut. Ja, Mann. Natürlich, Sonnenbrand, kennt jeder, hasst jeder, kriegt jeder. Ich bin zum Glück nicht betroffen, aber ich glaube, die meisten oder ganz, ganz viele von euch betreffen es. Heuschnupfen. Wenn man sich vor dem Sommer vornimmt, abzunehmen und dann bemerkt, wir haben schon Sommer. Wenn die Mädels ihre Tage haben und sie schwimmen gehen wollen im Freibad und man wirklich jede zwei Sekunden nach unten guckt und darauf achtet, dass doch wirklich nichts rauskommt. Ist eklig, aber hey,
YOLO. Wenn man sich ins Auto setzt und sich erstmal denkt, what the fuck, was ist hier los, haben wir 100 Grad oder was? Und sich erstmal an jedem kleinen Metallding die Finger verbrennt. Und später, wenn man wieder aus dem Auto rauskommt mit 1000 Verbrennungen und einem Hitzeschock. Bus und Bahnfahren. Ein Geruchserlebnis, was jedermann erlebt haben muss. Ah, geil. Oh, geil. Und ein letzter Tipp für die Mädels. Geh ungeschminkt. Dein Make-up hält eh nicht. Nein. Ich habe jetzt voll die Abdrückermarsch, seht ihr? Boah, so runde Dinger. Krass, krass, ja. Voll heftig, ne? Richtig krass. Gell? 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 Die sind überall. Überall. Gar nichts, ne? Nö. Probleme einer Frau im Sommer, man muss sich die Hände desinfizieren, warum auch immer. Oh ja, schön. Probleme einer Frau im Sommer, der Tampon guckt immer raus. Oh. Muss er auf mich losfliegen. Diese Probleme im Sommer immer, ey. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und es würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einfach ein kostenloses Abo da lasst, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Ich hab euch alle ganz so lieb und bis dann. Tschüss.